Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Yo, ja, ich habe kurz Pause gemacht. Nein, kein Aufnahmesession-Stopp, sondern wirklich nur 10, 15 Minuten Pause. Ich habe mir nämlich jetzt einen selbst zusammengeschusterten Chai-Latte gebastelt. Ja, wie macht man sowas? doch dazu muss ich sagen, es ist alles aus Bio, von der Milch bis hin zum Kaffee. Zimt und Vanille, alles Bio. Und ich habe einfach von einer guten Freundin von mir habe ich geschenkt bekommen, so diesen Chai-Latte mit Vanille und Zimt. Ja, mit Vanille und Zimt dabei. Und der hat mir so gut geschmeckt, dass ich mir jetzt gedacht habe, vielleicht kann man das sogar irgendwie nachbauen. Und bei uns in Ösiland, wow, sowas gibt es auch noch? Schau mal. Ich glaube, das haben sie neu gebaut. Kann das sein? Also ich will da nicht eingesperrt werden. Und, was wollte ich sagen? Da ist finster. Ah, es wird. Aha, da geht's rauf. Hab mir den jetzt selber zusammengebaut. Muss sagen, das schmeckt gar nicht schlecht. Und da sind gar keine E-Zahlen und nichts drinnen. Und muss echt sagen, kommt geschmacklich sehr gut zu dem Chai-Latte hin. Wer sowas halt mag. Also ich habe einfach, bei uns gibt es ja auch diesen Bio-Kaffee, diesen Pulver, diesen Cappuccino. Von dem habe ich jetzt einfach, ich habe eine größere Tasse genommen, da habe ich jetzt einfach, wie es drinnen steht, 3 bis 4 Löffel reingehauen pro Tasse und eine Prise Zimt und eine gute Prise Vanillezucker. Warum Vanillezucker? Weil die Vanille selber jetzt momentan extrem teuer ist, weil ja die Ernte war ja so schlecht voriges Jahr und da war ein Totalausfall oder so ziemlich ein Totalausfall. Warum ist hier ein Scheiterhaufen? Machen die noch Hexenverbrennung oder was? Pranger? Alter Schalter, wo sind wir denn hier? Freund oder Feind? Legat. Akrolyt. Na, gute Nacht. Ich hoffe, dass es hier einen Teleporter gibt. Ich schaue mich da gerade noch ein bisschen um. Vielleicht würden wir schon einen entdecken. Ah, da ist Schwefel. Was wollte ich noch sagen zum Chai Latte? Ja, und habe einfach den selber zusammengeschossen. Der schmeckt gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Echt gut. Ja, also falls ihr das selber nachbauen wollt, falls ihr die Möglichkeit habt, so einen löslichen Kaffee, also dieses Kaffeepulverchen da. Ich habe halt die Cappuccino-Variante gewählt und habe ein bisschen Milch reingegeben. Einen guten Schuss. Ja, ich würde sagen, circa fast die viertelte Tasse, na, die viertelte ist falsch. Ja, sagen wir ein Fünftel von der Tasse habe ich Milch reingehauen, das Milchpulver wie verlangt, eine Prise Zimt und eine gute Prise Vanillezucker. Schmeckt gar nicht schlecht. Man kann auch die Bourbon-Vanille nehmen, passt. Da waren wir jetzt schon, ne? Ich renne immer im Kreis herum. Ich war nämlich auf der Suche. Da ist nochmal sowas? Sind das jetzt Christen hier oder was? Ja, das ist falsch gesagt. Katholiken. Nein, ich will ja, dass du weggehst. Ich will den Energiedingens haben und einen Hammer. Warum sind denn hier... Was passiert hier bitte? Oh Gott, oh Gott. Die sind, glaube ich, extrem gläubig hier. Oh weia, oh weia. Hoffentlich erleben wir hier kein blaues und grünes Wunder. Hallöchen, Gerd. Melde gehorsamst, Akolyt zur Ausbildung angetreten. Ja? Anzug ist gerichtet und Stiefelputz verbessert. Brav. Naja, ich bin nicht hier, um dich zu kontrollieren. Was soll diese Begrüßung? Und die Waffe ist gereinigt und der Lauf kontrolliert? Kampf 5. Das haben wir noch nicht, aber es wäre jetzt lustig gewesen. Ich bin nicht hier, um dich zu kontrollieren. Ich bin nicht hier, um dich zu kontrollieren. Denkst du, ich ratter diese Leier für dich runter? Ich prügel mir die Standardsätze rein, weil schon bald die nächste Inspektion ansteht. Wenn ich da erneut Fehler mache, werde ich wieder zur Waffenreinigung verdonnert und darf mir unzählige Predigten anhören. Naja, das geht ja noch, ne? Besser als da hinten auf dem Kreuz genagelt zu werden. Warum bist du nicht im Hort stationiert? Siehst du diesen Durchzugs... Was? Siehst du diesen Durchsuchungsbefehl? Na, das obere zuerst. Warum bist du nicht im Hort stationiert? Exterritoriale Ausbildung nennen sie das. Lernen durch Praxiserfahrung.
Kampfhandlungen sind hier keine Seltenheit. Und nicht nur Banditen, sondern auch die ständigen Angriffe der Biester setzen uns zu. Anders formuliert, das hier ist der letzte Ort, an dem du sein willst, wenn du noch grün hinter den Ohren bist. Na, mittlerweile geht's. Sag mal, wir sind schon, keine Ahnung, welche Farbe hat man eigentlich, wenn man fertig ist? Das habe ich noch nie gehört, grün hinter den Ohren. Welche Farbe hat man dann, wenn man fertig ist, also wirklich was drauf hat? Ist man dann wie so ein Baum, hat man dann Rinde hinter den Ohren? Ist man stramm wie eine Eiche? Ich weiß es nicht. Wenn du ein paar Biester tot sehen willst, kann ich dir dabei helfen. Ja, würde ich sagen, sicher. Wenn du ein paar Biester tot sehen willst, kann ich dir vielleicht helfen. Mhm. Wenn du dich da mal nicht täuschst. Ich meine, mit ein paar Banditen kann ich erleben. Mit denen werden wir schon fertig. Aber diese streunenden Chimären sind unberechenbar. Ja. Zwei unserer Leute wurden von ihnen während der nächtlichen Patrouille in Stücke gerissen. Und bald bin ich an der Reihe und muss auf Patrouille. Ich hatte aber vor, meine Ausbildung lebend abzuschließen. Ja. Darum braucht es jemanden mit Kampferfahrung, der sie ausräuchert. Vielleicht in 2-3 Jahren. Wo genau sind diese, sind deine Kameraden gefallen? Ich kümmere mich um diese Chimären. Ja, wo genau sind sie gefallen? Wo genau sind deine Kameraden gefallen? Östlich von unserer Ausbildungsstätte, also am Fuß des Berges. Wir haben ihre Überreste dort auch vergraben. Wenn du also auf 2 Grabstellen stößt, bist du richtig. Aber pass auf, dieses Viehzeug hält sich dort irgendwo in der Nähe auf. Na Gott sei Dank. Super. Ich kümmere mich um diese Sauviecher. Ich kümmere mich um die Chimären. Wenn du dir diese Herausforderung zutraust, warum nicht? Ich habe mit ein paar anderen Akolyten ein paar Splitter zusammengelegt, um unter der Hand einen Jäger anzuheuern. Wenn du also dieser Jäger bist, erledige das Viehzeug. Du wärst der Erste, der sich dazu bereit erklärt. Das glaube ich gern. Unsere Vorgesetzten würden lieber uns verheizen, anstatt einen Profi anzuheuern. Das kommt mir auch bekannt vor. Hier ist ein Durchsuchungsbefehl. Siehst du diesen Durchsuchungsbefehl? Ja, und? Glaubst du, ich lasse jetzt vor dir die Hosen runter? Na, danke. Wisch dir mit dem Wisch den Hintern ab oder tu, was du willst. Denn auch wenn ich nichts zu verbergen habe, lasse ich mir von einem Wildfremden nicht auf der Nase rumtanzen. Ich habe nichts zu verbergen. Basta. Ja, ja, es ist schon gut, ist schon gut. Um Gottes Willen. Meine Güte. Es sind wieder 2 normale Hampelmänner, glaube ich. Ah, eine Wasserflasche. Ja. Hey, was soll das? Was? Da ist nichts gestanden. Ich darf. Da ist nichts gestanden, dass es verboten ist. Also nimm es mit. Was machst du da? Was? Da steht nichts, dass es verboten ist. Hey, was soll das? Ich nehme das einfach mit. Du brauchst doch nicht die Beschweren. Arsch. Echt. Unglaublich. So. Verschlossen. Wenn ich jetzt da schleich. Vielleicht können wir hacken. Ich bin nicht gut genug. Ach. Das war nichts. Mist. Wir mal schauen, ob wir da was kriegen. So. So. Metallschrott. Was machst du da? Das schaut aus wie so Raupen. So gigantische Mega-Raupen, diese Behälter. So, haben wir da jetzt schon mal langsam alles. Elektroschrott. Trockenfleisch. Glaub mir jetzt. Gut, dann schauen wir weiter. La, la, la. Diese Chimären können mir mal den gepflegten Buckel runterrutschen. Weil die sind zu stark. Es könnte sich aber hier um eine schwächere... Ui, eine schwächere Variante handeln, wollte ich sagen. Und Ui gilt dem hier... Tada! Juhu! Teleporter! Juhu! Juhu! Da freut sich unser Jax. So, und unverbrauchbare Verbandstasche. Nehmen wir auch gern mit. Servus, die Herren. Ein Schwammerl? Achso, das ist nur hier so Zierde. Ich kenne den Typen nicht. Hallo, Klerikerin und Akrolyt. Das ist auch nichts Scherz. Abgehauen ist der Hurensohn. Ja, so eine Sau. Echt.
Wiesenkraut. Nimm ein Wiesenkraut, dann ist der Tag verhaut. Ha! 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 Hm. Wenn ich schleiche, schimpft jemand? Ich speichere mal. La, ra, ra. So, speichern. Ich will runter weiter. Runter! Hä? Warum geht nichts? Ich will runter. Dann halt so. 13, die möchte ich haben. Ja, bitte. Tada! Fertig, passt. Ich nehme das jetzt einfach mit. Niemand schimpft. Ja, niemand schimpft. Gott sei Dank. So, stramm stehen. Was ist das? Nix. Einfach nur Tisch. Ich habe auch, da ist eine Unterlage drauf. Hallo! Boah, da habe ich Glück gehabt. Wenn ich jetzt nochmal mache. Das Schleichen kannst du dir sparen. Ich tue nix. Ah, der da hinten. Ich glaube, der schleicht sich gleich wieder. Können wir vielleicht nochmal speichern, sicherheitshalber. Bis der Hampelmann da hinten weg ist. Mach, mach, mach. Gut. Das Schleichen kannst du dir sparen. Hat keiner geschimpft, ne? Dass wir es gestohlen haben. No. Passt. Halt. Ein Seelenkraut. Seelenkraut. Und eine Truhe. Trockenfleisch und Metallschrott. Schimpft auch keiner. Passt. So, ansonsten scheint da echt nur Müll zu sein. Da hinten ist auch nichts mehr. Halt. Wiesenkraut. So. Da, 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 da. So. Was haben wir hier noch? Carsten. Du bist wohl auf der Flucht vor den Alps. Aber immer. Bei der Gefahr, die von ihren Konvertern ausgeht, wundert es mich nicht, wenn immer mehr Flüchtlinge bei uns Schutz suchen. Ja. Hier bist du jedenfalls sicher. Wir das kriegen hier beigebracht, wie man mit diesen Säcken umgehen muss. Aha. Welchen Zweck verfolgt der Außenposten? Kannst du von dir etwas... Kann ich von dir was lernen? Durchsuchungsbefehl. Okay, also das obere zuerst. Welchen Zweck verfolgt der Außenposten? Hier können die Rekruten ihren letzten Schliff bekommen. Außerdem ist er als Knotenpunkt wichtig, um zu kontrollieren, wer einen Fuß nach Ignadon setzt. Das funktioniert natürlich nur, solange Banditen und Viecher einen seine Arbeit machen lassen, was aber nur selten der Fall ist. Ja, ja, wie immer halt. Kannst du von dir was... Kann ich von dir was lernen? Wieso? Kannst du von dir was lernen? Genau. Kann ich von dir was lernen, große Türken? Kann ich von dir etwas lernen? Ich bin zwar kein Ausbilder, aber wenn dir das egal ist, lässt sich da sicher was machen. Hauptsache, du lässt hier und da was springen. Sonst bin ich nicht bereit, mein Wissen mit dir zu teilen. Ja, ja, nix ist umsonst. Dann zeig mir, was du kannst. Bring mir etwas bei. Gut. Handwerker. Gut zu wissen. Das Talent wäre halt echt super, bald mal zu können. Schlossexperte. Die brechen nicht mehr ab. Aha. Alles schlecht. Klauen. Das können wir bei passender Gelegenheit lernen. Erlaubt die Taschendiebstahl zu begehen und verbessert die Wahrscheinlichkeit, unentdeckt zu bleiben mit jeder Stufe. Schön. Man klaut nur zweimal. Erlaubt die beim Taschendiebstahl einen weiteren Gegenstand zu klauen. Das ist cool. Waffen zu verbessern und aufzurüsten, das haben wir schon. Der Goldschmied. Ringe und Amulette herstellen, das wäre auch nicht schlecht. Sockel einsetzen können wir auch. Chemie können wir auch. Hacking. Das wäre auch so eine Sache, die müsste ich auch bald mal weitermachen. Hacking-Profi. Geht wahrscheinlich nichts mehr daneben. Mehr Zeit beim Hacken. Aha. Bergbau. Erhöht deinen Ertrag beim Abbau von Mineralien mit jeder Stufe. Jetzt bist du deppert. Das wäre doch halt mal zum Lernen, bis wir schwarz werden. Na, gute Nacht. Aha. Hier wohnt jemand. Carsten wohnt hier. Und Carsten ist ein Alchemist, wie es ausschaut. Naja, wenigstens da hat er sich ein kleines Dach gebaut. Tja. Na, Fisch. Hier wächst eine Blüme. Viechlein. Au. Viechlein. Au. Viech ist böse. Ray, du bist dran. Ich muss mal kurz wegschweben, weil ich muss mich mal heilen. So.
Also. Wieso bringe ich ihn jetzt so? Alter. Ist ja nicht zu glauben, oder? Viech, wo bist du? Mist, Viech, dreckert. Ja, sicher. Das hat dann Ray natürlich gekaut, ne? Wieso komme ich immer an solche Viecher? Echt. Das ist unglaublich. Jeden Wort schon das nächste Viech, ne? Ich glaube, das ist so eine Art Beißer, ne? Komm, bring's um. Jawohl. Au. Kreischer. Ja, war eigentlich so gedacht. Aber man kann nicht alles haben, ne? Sauf ich. Alter. So, ist es jetzt bald hin? Jawohl. Yes, das na. Das wollte ich eigentlich nicht. Naja. La, 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 la. Ich glaube, ich borg mich dann bald mal so ein Bettchen aus. Bin schon ein bisschen hergerichtet. Hihi, haha. So, wo kommen wir hier hin? Achso, ist wieder dasselbe, ne? Ah, nein, nicht ganz. Da liegt noch so eine Wasserflasche. Liegt da drüben auch was für uns? Ja. Schwefel und kleiner Heiltrank. Super. Das ist toll. Bei dem waren wir schon, ne? Den haben wir aktiviert. Passt. Oh. Das ist mal eine Kampfmaschine. Cool. So. Durchsuchungsbefehl. Ich bin noch gar nicht fertig. Entschuldigung. Ich habe hier einen Durchsuchungsbefehl. Was willst du denn damit? Hier geht alles seinen geordneten Gang. Die Kleriker im Hort sehen das anders. Dieses ständige Misstrauen geht mir langsam auf den Sack. Aber sieh dich nur um. Du wirst eh nichts finden. Gern. Danke. So, dann hätten wir noch einen, ne? Der ist scheinbar in der Hittendom drinnen. Hallöchen. Halt, da ist ein Feuerkraut. Kleines Heilkraut. Was ist denn das für ein Gerät? Aha. Elixit. Trockenfleisch. Einen Hammer. Das sind wahrscheinlich so Schlafzelte, ha? Naja, zum Schlafen nicht wirklich gedacht, oder? Goldbrocken. Großer Elixitbeutel, das gefreut uns auch. Mächtiger Heiltrank, aha. Da oben ist auch noch was. Ein Krug. Ha, ha, ha. Echt. Ha, ha, ha. Sehr witzig. Gut. Da geht's wieder runter. Da drüben scheint auch nichts zu sein. Nein. Gut. Halt das. So, da haben wir scheinbar auch nichts. Dann können wir da hinten weiter hatschen. So. Tap, tap, tap. Hallo. Mhm. Da haben sie ein Schutzding aufgebaut, dass niemand rein kann. Gut. Braucht halt ein bisschen Strom. Hm. Warte, da ist finster. Warte mal. Dann nehmen wir mal so eine Magnesiumfackel. Weil da ist Darkroom. Aber sonst scheint da mal nichts zu sein. Hallo. Ein Akrolyt, der macht sauber. Wo ist der Hell? Oh,
Oh, da ist so hell. La, la, la. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich laufe einfach. Aha, noch ein großer Elixitbeutel. Gutes Messer. Hier sollte mal jemand aufräumen. Bin gerade dabei. Zirk. Ah, der neue Bote. Leg deine Korrespondenz einfach da hinten ab. Ich werfe nachher einen Blick drauf. Einen Moment. Wo ist dein Meldeabzeichen? Und warum reist du inkognito? Ich bin kein Bote. Ich habe meine Meldeabzeichen verloren. Na, kein Bote. Ich bin kein Bote. Nicht? Dann hat man wohl noch immer keinen Ersatz gefunden. Wenn wir unsere Reihen nicht schneller auffüllen, gewinnen wir diesen verdammten Krieg nie. Aber ich verstoße gerade gegen das Protokoll. Wir haben uns noch nicht einander vorgestellt. Ich bin Dirk, befehlshabender Legat des Außenpostens. Und mit wem habe ich die Ehre? Heinzel, freut mich. Na, es ist besser, wenn du es nicht weißt. Ein in Ungnade gefallener Alp. Ein in Ungnade gefallener Alp. Tut mir leid, wenn ich nicht lache, aber dein Humor gefällt mir nicht. Die Alps haben etliche Kleriker in Konverter gepfercht und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Also, pass das nächste Mal auf, wenn dir nach Scherzen zumute ist. Naja, kann man nichts machen, wenn er die Wahrheit nicht akzeptiert, aber mit dem Kerl quatsch mir erst nächstes Mal weiter. Ihr Lieben, es ist wieder vorbei für heute. Die Zeit vergeht, es ist ein Verbrechen. Ah, was soll man machen? Wir können nicht weinen. Wir freuen uns auf den nächsten Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!